Es gibt eigentlich neben einem Gespräch keine Alternative dazu. Es gibt nur eins, dass Menschen miteinander reden. Die ersten drei Runden sind vorbei. Ich denke, bisher war das eine sehr faire und basisorientierte und projektbezogene Diskussion, die weniger politisch ausgeprägt ist, sondern aus meiner Sicht mehr ganz konkret zu bestimmten Themen, die die einzelnen Vertreter, die als Gesprächspartner zur Verfügung stehen, vertreten. Das hat sich beim Feuerwehrmann deutlich gezeigt, genauso beim Landrat oder jetzt beim Polizeipräsidenten. Und insofern denke ich doch, dass aus dem Pool von Anregungen einiges entstehen kann an Projekten. Ich denke, das Projekt ist hier auf jeden Fall äußerst interessant und eine sehr gute Initiative. Ich finde es auch echt klasse, dass so viele verschiedene Leute da sind, aus verschiedenen Themenbereichen, mit denen man einfach sprechen kann, die auch wissen, wovon sie jetzt eigentlich reden. Ich möchte mich erst beim Freistaat bedanken, weil diese Bürgerwerkstatt doch ein sehr gutes Format ist, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die ansonsten wenig Gelegenheit haben, in direkter Weise mal ein Problem anzusprechen. Ich wünsche und hoffe, dass wir auch die Möglichkeit, die Kraft und die Zeit auch finden, solche Gesprächsformate zu wiederholen, auch wenn sie nicht immer vom Freistaat organisiert werden, sondern auch hier bei uns vor Ort. Ich fand den heutigen Abend in der Bürgerwerkstatt sehr zielführend. Die Diskussionen waren ganz, ganz unterschiedlich. Mich hat es sehr beeindruckt, wie viele Menschen direkt nach vorn geschaut haben und sich gesagt haben, was müssen wir in unserem Land, aber auch hier in unserer Heimat, in unserem Landkreis Bautzen verändern, damit es uns in 15, 20 Jahren hier auch noch gefällt. Und ich würde mir wünschen, dass das nicht eine einmalige Sache war, sondern dass wir daran weiterarbeiten, genau solche Gespräche mit unserer Bevölkerung fortzuführen.